Artikelnummer SCP-014. Objektklasse Sicher. Sonderverwahrungsverfahren. SCP-014 wird im Standort in einem vorzugsweise auf ein Fenster ausgerichteten Stuhl mit Armlehnen aufbewahrt. Das Objekt ist regelmäßig bzw. bevorzugt dauerhaft mit Musik zu versorgen. Dabei sollten keine Musikstücke verwendet werden, die nach 1937 entstanden sind. Eine Überwachungskamera ist in SCP-014's Zimmer anzubringen. Beschreibung: Bei SCP-014 handelt es sich um einen männlichen Weißen mit einem geschätzten Alter von etwa 30 Jahren. Das Objekt hat schwarzes Haar, braune Augen und ein etwas rundliches Gesicht. Berichten zufolge handelt es sich um Robert Chatford, welcher 1915 in die Norwich Irrenheilanstalt in Connecticut aufgrund von Wahnvorstellungen eingewiesen wurde. Er behauptete, dass er zum ewigen Leben verflucht wurde und dass Folge dessen sein Körper sich langsam in Beton verwandeln würde. Die Heilanstalt schloss 1937 und die Patienten wurden in verschiedene andere Einrichtungen verlegt. 1937 wurde die Foundation aufgrund von Gerüchten über einen immobilen, nicht alternden Patienten auf SCP-014 aufmerksam. Weitere Untersuchungen führten zum Befund, dass eine Inbesitznahme notwendig sei. Nach außen hin wirkt SCP-014 in allen Belangen wie ein normaler Mann. Er scheint jedoch nicht zu altern und auch keine Anzeichen für einen Metabolismus aufzuweisen. Er trinkt, isst und schwitzt nicht und zeigt auch sonst keinerlei andere Körperfunktion. Er atmet nur, um zu sprechen, und es scheint, als sei er abseits von seinen Augen und Sprachapparat vollständig unbeweglich. Trotz seiner über mehrere Jahrzehnte unveränderten Sitzposition gibt es weder Anzeichen für Wundgeschwüre noch für eine Verkümmerung der Muskulatur. Er ist in der Lage, sich normal zu unterhalten, zeigt jedoch wenig Wissen über oder Interesse an Ereignissen seit seiner Einweisung. Anhang: Notiz: Offen gesagt, würde ich diesen Mann ohne Wissen seines Hintergrundes befragen, würde ich zum Schluss kommen, dass es sich um eine komplett normale und ausgeglichene Person handelt, die Quadriplegiker ist. So wie sich die Sache darstellt, muss ich zu dem Schluss kommen, dass es sich bei ihm um den endgültigen Beweis der Idee handelt, dass der Verstand den Körper kontrolliert. Er denkt, dass er versteinert ist und für immer leben wird, und so ist er beiden Vorstellungen so nah, wie er kann. Irgendwie. Dr.